Wissenschaft braucht neue Köpfe, die Wissenschaft braucht junge Frauen, junge Männer. Auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, Biologie, Medizin. Ich finde, ein Mädchen kann da ja genauso begabt sein wie jeder andere Junge. Frauen sind in der Wissenschaft unterrepräsentiert. Insbesondere in die höchste Hierarchiestufe. Naja, also ich denke, also dieses heutige Event hat schon gezeigt, dass auch viele Frauen die Chance haben, eben in diesem Bereich etwas später zu machen. Ein Mädchen, die sich für Wissenschaft interessiert, die einfach nicht scheuen, den Weg auch zu gehen. Es ist halt ziemlich lustig. In Lernwerkstatt, weil da probieren wir Dinge, zum Beispiel, wie man Schokolade färben kann und solche lustigen Sachen. Das Gute an diesem Event heute war, dass Mädchen, aber auch Burschen einen Einblick in die Welt der Wissenschaften bekommen haben. Wir alle normale Menschen sind und absolut keine verschrobenen Genies, die nur in ihrem Elfenbeinturm leben. Mir hat es sehr gut gefallen, vor allem das Gespräch mit der Wissenschaftlerin, weil sie einen sehr interessanten Einblick in ihr Themengebiet gebracht hat und mich das eigentlich persönlich auch sehr interessiert. Ja, also es hat meinen Horizont eröffnet. Ich habe heute gemerkt, es sind sehr viele Kinder dabei und auch Jugendliche, die sich für die Technik interessieren und sie sollen einfach den Weg gehen. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so drastisch wie früher. Ich finde Gleichberechtigung sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und ich sehe hier keine Unterschiede und finde das toll, dass solche Aktionen eben stattfinden und dass es hier nochmal verdeutlicht wird, dass es eben keine Unterschiede gibt. Das finde ich toll. Wissenschaft ist bunt und wird von vielen tollen Frauen vertreten. Und es macht wirklich Spaß. Tschüss.